leiten. Ich möchte jetzt zu Jörg Fuchslocher überleiten, der vor allem den Aspekt, den Anders angetönt hat, Spezialisierung versus Vielseitigkeit. Jörg wird zu diesem Thema die Sicht der Sportwissenschaft etwas öffnen, seine Gedanken dazu sagen, damit wir eine gute Basis nachher haben für das Gespräch und die Diskussion mit Christoph Kautz. Jörg, merci. Ja, liebe Trainerinnen, liebe Trainer, liebe Gäste, es freut mich, dass ich hier in dem Rahmen was zu dem Thema sagen darf. Vielseitigkeit oder Spezialisierung. Es ist sicherlich so, dass aus der trainingswissenschaftlichen Sicht hier, man kann sagen, zwei klare Positionen bestehen. Meine Aufgabe ist jetzt eben einzuleiten in die Diskussion zwischen euch und Professor Eriksen nachher und dort etwas jetzt den Überblick zu geben, was sagt die Trainingswissenschaft zu diesem Thema. Wir wollen uns zunächst einmal der Frage des Karriereeinstiegs widmen. Also ungefähr der Zeitraum zwischen 6 und 12 Jahre, die Frage, wie soll dieser Karriereeinstieg gestaltet werden? Soll er, wie wir es eigentlich jetzt klar gehört haben, eher auf der Seite der frühen Spezialisierung, also soll man früh spezialisieren für diesen Karriereeinstieg, mit dem Ansatz des Deliberate Practice. Professor Eriksen hatte eindrücklich erklärt, um was es da geht. Also es geht um zielgerichtetes Üben, isolierte Übungen, ganz klar auf Leistungsoptimierung ausgerichtet, sehr strukturiertes Vorgehen. Aber in der Trainingswissenschaft gibt es viele Autoren. Ich habe hier den, der repräsentativste für diese andere Seite, ist eben für diese Seite der frühen Vielseitigkeit plädieren, hier genannt, der Jean Côté. Er hat den Ansatz eben des Deliberate Play. Wir werden sicher nachher noch diskutieren können, inwieweit die beiden auseinander sind, aber es ist wichtig, dass man zunächst einmal diese beiden Positionen klar hat. Beim Deliberate Play, um was geht es? Es sind also, wie es der Name natürlich sagt, es sind eher Spielformen, es bringt sofortigen Spaß, sind eher informelle Dinge. Motivierte Kinder, die intrinsische Motivation für diese Aktivität ist eigentlich direkt da. Also das sieht im Grunde eher so aus, Deliberate Play, wir sehen es, also sind zum Teil dann Regeländerungen, vereinfachte Dinge, es wird gemischt, es ist wohl organisiert, aber es ist nicht so sehr strukturiert wie die Deliberate Practice. Nun, jetzt kann man sich fragen, was sind die Auswirkungen, wenn man den einen Weg der frühen Vielseitigkeit mit eben vielen Sportarten und im Ansatz des Deliberate Play geht. Was bringt es mit sich, wenn man in diesem Weg den Karriereeinstieg bestreitet? Wir sehen als Symbol, es bringt Erfolg mit sich. Das ist nicht nur Dario Colonna, sondern es gibt verschiedene Studien, die zeigen, dass es ganz klar auf internationaler Ebene zum Erfolg kommen kann, mit dem Ansatz der frühen Vielseitigkeit. Ganz wichtiges Element in dieser Schiene der frühen Vielseitigkeit ist der Kompetenztransfer. Auf der einen Seite, Sie sehen es in den beiden oberen Bildern, der Kompetenztransfer motorisch, zum Beispiel hier diese Überkopfbewegungen, die dann natürlich übers Werfen bis zum Aufschlag, Tennis, bis zum Volleyball und so weiter angewandt werden können. Oder auch unten physiologische eventuell Kompetenztransfers, aber auch kognitive Kompetenztransfers, die ganz klar in der Literatur dokumentiert sind. Also Wahrnehmungen, Antizipation, Entscheidungsfähigkeit lässt sich in nahen Situationen sehr gut transferieren. Ein anderes wichtiges Merkmal dieses Wegs der Vielseitigkeit oder eine wichtige Auswirkung ist eben, dass Athleten, die diesen Weg gegangen sind, eher lebenslang Sport treiben, als die auf dem Weg der frühen Spezialisierung. Schauen wir uns die Auswirkungen der frühen Spezialisierung an. Hier sehen wir, auch da ist Erfolg auf internationaler Ebene möglich. Aber es gibt doch eine ganze Reihe von negativen Auswirkungen, negativen Effekten auf dieser Schiene, also genannt in der Literatur, relativ stabil ist Dropout,
dann andere soziale Isolation, Burnout, auch kommerzielle Manipulationen sind negative Outcomes. Auch Verletzungen bedingt natürlich durch Überlastungen bei spezifischen einseitigen Training. Zusammengefasst sieht es so aus, die Auswirkungen auf der Seite der frühen Spezialisierung, auf der Seite der frühen Vielseitigkeit sieht es viel positiver aus. Man muss sagen, ich habe hier im Fett die genannt, die wissenschaftlich relativ evident sind. Die anderen sind, also zum Beispiel Burnout, Abhängigkeiten, sind weniger quantitativ wirklich in der Wissenschaft eingeordnet. Man kann also nicht genau sagen, wie hoch das Risiko tatsächlich ist, wenn man den Weg der frühen Spezialisierung geht, diese negativen Effekte zu haben. Aber man kann sicherlich sagen, dass es ein gewisses Gefahrenpotenzial auf diesem Weg gibt. Deshalb ist grundsätzlich eigentlich die Empfehlung in der trainingswissenschaftlichen Literatur, aber auch in nachher im Praxismodell, dass relativ spät erst spezialisiert werden soll. Wir sehen es hier, erst ab 12 bis 15 ist hier die Empfehlung von diesem LTAD. Das ist ein Modell, das wird international sehr breit angewandt, auch national. Wir haben einige Verbände, die sich daran orientieren. Es ist ganz klar dort die Empfehlung, es gibt dort 10 Key Points und ein wichtiger Key Point ist Spezialisierung erst ab 12 bis 15 Jahren. Wenn man nun aber eine Sportartenperspektive einnimmt, in der Literatur schaut, was ist erfolgreich, welcher Weg ist erfolgreich, mit welchem Weg kommen die Athleten zu internationalem Erfolg, dann sieht man auf der einen Seite, also hier links, die frühe Vielseitigkeit bringt tatsächlich den Erfolg. Sie sehen die Sportarten, die da in der Literatur unter anderem zu finden sind. Es ist nicht alles drauf, aber Rudern, Triathlon findet man, Leichtathletik, je nach Disziplin auch, Rad auch, kommt es auf die Disziplinen, Ski Nordisch. Hier markant scheint uns, dass es dort eben der Ansatz des Deliberate Play ist, der auch die Motivation gibt, um in diesen Sportarten den Einstieg zu schaffen und da dabei zu bleiben. Auf der anderen Seite rechts, hier die klassischen frühen Spezialisierer, also Kunstturnen, RG, Eiskunstlauf, die den klaren Ansatz des Deliberate Practice fahren. Und Sie haben es gesehen, vorher hatten wir zwei Orientierungen, zwei Ausrichtungen. Hier könnte man sagen, es scheint so, wenn man die Literatur anschaut, dass es noch einen neuen, mittleren Weg gibt, den einige Sportarten gehen. Hier die Sportarten Fußball, Tennis, Hockey, Ringen, Ski, Alpin, sind Sportarten, also Kampfsportarten, Spielsportarten. In dieser Richtung scheint es mit der frühen Spezialisierung, scheint es eine frühe Spezialisierung zu brauchen, um zu Erfolg zu kommen. Aber es sieht auch so aus, dass dort eben der Ansatz eher das Deliberate Play, Deliberate Play, das wäre auch ein Ansatz, könnte man nachher diskutieren. Aber auf alle Fälle, hier scheint es diese Sportart eben zu schaffen, dass sie mit diesen Spielformen während des Karriereeinstiegs arbeiten und dann international zu Erfolg kommen. Man könnte noch das Ganze etwas kategorisieren und könnte sagen, jawohl, auf der einen Schiene hier in der eher konditionell ausgerichtete Sportarten, auf den beiden anderen Schienen geht es eher um Technik, in der Mitte Technik und Taktik, nur als grobe Orientierung, das fällt auf. Und ist vielleicht einer der Gründe, also die Leistungsanforderungen spielen eine Rolle, das ist klar, ob man auf der Seite der Vielseitigkeit oder eben auf der Seite der Spezialisierung ist. Es gibt noch andere Faktoren, die da reinspielen, zum Beispiel die Leistungsdichte ist sehr zentral. Wenn die Leistungsdichte sehr hoch ist, hat man eher Tendenz, früher zu spezialisieren. Wenn die Leistungsdichte niedriger ist, kann man sich eventuell erlauben, etwas mehr für Vielseitigkeit zu gehen. Andere Faktoren wären natürlich die Kultur, die Geografie, saisonale Sportarten oder nicht und so weiter. Das müsste man hier mit einbeziehen. Ist es mehr oder weniger auch, wenn man die Kategorisierung anschaut. Gut,
Jetzt muss man sich natürlich auch fragen, was sind die Empfehlungen für Trainer für diesen Karriereeinstieg? Was soll man da tun während dieses Altersabschnitt 6 bis 12? Also es gibt natürlich haufenweise Empfehlungen von den Experten, von den Wissenschaftlern an die Trainer, und wie immer ist es eine sehr komplexe Herausforderung und Aufgabe, Trainer zu sein. Ich habe nur hier mal einen Überblick gemacht von einigen Punkten, die sicherlich erweitert werden könnten und müssten. So eine To-Do-Liste, was ist zu tun während der Karriereeinstieg. Es ist ziemlich klar, dass es eine frühe, variantenreiche Grundausbildung geht, also breit die Bewegungs Grundformen sollten dort Inhalte sein des Trainings. Deliberate Practice, Eriksen wäre sicher einverstanden, aber eben wahrscheinlich auch Deliberate Play, je nach Sportart gehört dazu, werden wir nachher sicher diskutieren. Es geht darum, auch die kindgerecht Wettkämpfe zu gestalten, Chancengleichheit zu sichern, da gehört der Relative Age Effekt dazu, die Chancengleichheit muss gewährt sein, sonst ist die Entwicklung schwierig. Das biologische Entwicklungsalter muss mit betrachtet werden. Die Freude soll ganz klar im Zentrum stehen, das ist ein sehr, sehr wichtiges, ein sehr, sehr wichtiger Faktor, der eigentlich eine eigene Präsentation verdienen würde. Wir haben es jetzt hier in dieser Liste kurz aufgeführt. Die Persönlichkeitsentwicklung müsste gefördert werden über zum Beispiel Kompetenz erleben, Selbstkompetenz fördern. Das sind die wichtigen Stichpunkte, die wir hier nur kurz als To-Do-Liste haben. Jetzt haben wir viel über das Training gesprochen, Deliberate Practice, Deliberate Play. Aber reicht denn das, um international Erfolg zu haben? Reicht das optimale Training, wenn die Kinder und Jugendliche Trainer wie ihr habt, die ein hervorragendes Training geben können, die gut ausgebildet sind als Trainer? Ist es ausreichend? Braucht es etwas mehr? Also hier ist eine Art Weiterentwicklung des LTAD, also von diesem Long-Term Athlete Development System aus Australien. Das ist ein Modell, das auch in UK, in England orientiert man sich in dieser Richtung. Also Sie sehen hier den roten Quadranten, das ist eigentlich das Thema, das wir bisher besprochen haben, der Karriereeinstieg als Fundament. Dann geht es weiter über Talent, Elite und Master, also wie wir es gesehen haben mit dem LTAD. Aber dann sind einige andere Dinge sehr, sehr wichtig. Wir werden morgen ja von Markus Frey noch Dinge hören zum Umfeld. Also hier haben wir auch das Transitionsmanagement, Policies and Decision, die politischen Entscheidungen, die müssen in die richtige Richtung gehen. Deliberate Programming, auch wieder deliberate, in Anlehnung an Deliberate Practice hat hier dieser Wissenschaftler dieses Modell des Deliberate Programming, also Ballack hat das aufgenommen, um zu sagen, es braucht eine ganze Armada von Experten um den Athleten herum, um den Trainer herum, also Mediziner, Sportwissenschaftler, Physiotherapeuten und so weiter, und es muss alles klar strukturiert und geplant sein, das ist mit Deliberate Programming gemeint. Und dazu, und das ist eben, denke ich, eine ganz wichtige Geschichte, die man auch diskutieren müsste, es ist hier für die Australier und andere Nationen, die sich so orientieren, ganz klar, dass Nature eine sehr, sehr große Rolle spielt. Also Nature im Sinne von genetischen Voraussetzungen. Deshalb auch Talentidentifikation sehr wichtig, Talentselektion sehr wichtig. Das ist auch ein Punkt, den wir mit Professor Eriksen diskutieren können, inwieweit es eine Rolle spielt. Seine Auffassung, Professor Eriksen, ist ja, dass die Gene eigentlich eine relativ untergeordnete Rolle spielen, nur auf Höhe und Gewicht den Einfluss haben und ansonsten eigentlich Talent, das als Begriff nicht unbedingt gültig ist, weil jeder irgendwo die Möglichkeit hat, mit der richtigen Deliberate Practice und an der Anzahl Stunden zur Höchstleistung zu kommen. Ist es so? Die wissenschaftlichen Daten, zumindest von Professor Eriksen, sagen ja. Andere sagen aber, sie sind sehr kritisch gegenüber diesem Konzept und denken eben, dass Gene, also Talent und Begabung, eine sehr große Rolle spielen. Deshalb zum Abschluss ganz kurz nur, wollen wir reinschauen in die Literatur. Wie sieht es aus, wie ist der Stand der Erkenntnisse hier, was Gene und Leistung betrifft? Also ich muss zunächst einmal sagen, die Forschung, ich habe hier aufgezeichnet, steckt in den Kinderschuhen noch, im Gegensatz zu anderen Forschungsbereichen.
Das ist sehr komplex, die Genforschung natürlich. Wir wissen, es gibt sehr, sehr viele Gene, aber das Problem ist vor allem die Basenpaare, also wie die Gene, die Genvariationen konstruiert sind. Dann kommt die Epigenetik, also das, was Herr Professor Erickson schön gezeigt hat, noch dazu, dass wie die Umwelt auf die Gene, die bestehen, auch noch Einfluss haben, die ja aktiviert werden müssen. Also es ist sehr komplex. Von daher ist die Forschung nicht sehr weit. Es gibt auch wenig Gelder, die in die Spitzensport-Genforschung gehen. Zum Glück geht die Genforschungsgelder ja auch in Richtung der Medizin, was ja sicher wichtiger ist. Aber das ist sicher auch ein Grund, der in der Literatur genannt ist, warum kaum Erkenntnisse da sind. Es gab mal vor 10 Jahren, fing das an, eine Hoffnung mit diesem ACTN3-Gen. Da haben alle gesagt, jawohl, das ist das Sportler-Gen. Das hieß aber zunächst Ausdauer ist sehr wichtig. In Verbindung mit diesem Gen, dass die Ausdauer genetisch vorbestimmt ist, wenn man dieses Gen hat. Dann hieß es vielleicht aber auch der Sprint, aber schlussendlich, heute ist eher der Stand der Kenntnisse, dass es weder das eine noch das andere ganz klar vorausbestimmt. Und es scheint so, dass es kein einzelnes Gen wahrscheinlich geben wird, das man finden wird, sondern es kommt, wie gesagt, auf die Genvariationen an und das kompliziert natürlich die Forschung noch mehr. Aber es gibt 2, 3 kleine Studien, die ich hier aufgeführt habe, die zeigen, dass zumindest für die Ausdauer die Trainingsadaptation, also ein ganz wichtiger Faktor, zu 50% genetisch vorbestimmt ist. Das wäre ja eigentlich auf der einen Seite intuitiv würde man das erwarten, aber das könnte dann zeigen tatsächlich, dass es wichtig ist, wie die genetischen Voraussetzungen sind und dass es tatsächlich Talente gibt. Auf der anderen Seite gibt es auch Hinweise, dass die Muskelmasse, die initiale Muskelmasse vor Training, dass auch die zu 50% vorbestimmt ist genetisch. Man muss ein kleines Bemol einbringen, ich habe es hier drunter, das sind untrainierte Probanden, eine kleine Gruppe und also man muss schlussendlich sagen, die Erkenntnisse sind heute so, dass man nicht sagen kann, inwieweit Gene Spitzensport beeinflussen. Gut, kommen wir zum Fazit. Und das Fazit soll eigentlich nur die Öffnung für die Diskussion sein mit Professor Erickson und euch. Zunächst einmal haben wir observiert, dass die frühe Spezialisierung notwendig ist in technisch anspruchsvollen Sportarten, dass der Trainer eine wesentliche Rolle spielt in diesem Karriereeinstieg mit den komplexen Aufgaben, die er da hat und dass der Einfluss der Gene wissenschaftlich noch nicht evident ist, noch nicht, das müsste man sehen, das hat das noch nicht klar. Gut, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich auf die Diskussion.